Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ja, wir haben kurz vor Weihnachten. Wir sind nochmal los, um euch ein schönes Wintervideo präsentieren zu können, hoffentlich präsentieren zu können. Und zwar sind Ben und ich gestern schon hier angekommen an einem Pay Lake in Frankreich. Den haben wir schon vor Monaten gebucht. Wir haben uns komplett gegönnt. Wir haben einen 6 Hektar See komplett exklusiv für uns gebucht. Nur wir zwei dürfen jetzt die Woche hier angeln. Um welchen See es sich da handelt, das werden wir später nochmal genau erklären. Wie gesagt, wir sind gestern angekommen. Gestern Nachmittag sind wir angekommen. Ja, haben erstmal, ich glaube, 2 Stunden mit den super netten Besitzern hier gequatscht. Also da ging es noch nicht mal so viel irgendwie ums Angeln oder so. Einfach richtig geile Gespräche waren es. Und ja, ist wirklich traumhaft schöner See, kleiner See. Ja, gestern haben wir eigentlich nur noch die Zelte aufgebaut gehabt, weil es hat wirklich aus Eimern geregnet. Da war es halt auch schon zu spät hier, um Spots zu suchen. Hier muss man wirklich kleine Spots im Kraut finden und das ist im Dunkeln ja so gut wie unmöglich. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen nur die Zelte auf, pennen jetzt erstmal schön aus. Das haben wir gemacht. Gestern Abend noch 2, 3 Glühwein getrunken und ja, wir schauen jetzt einfach mal. Jetzt gerade ist eine windarme Phase am Vormittag. Deswegen wollen wir jetzt ganz schnell mal mit dem Boot drauf, um uns wenigstens mal 2, 3, 4 Spots irgendwie zu markieren, die irgendwie interessant sein könnten, weil gegen Nachmittag soll schon wieder Sturm aufziehen mit 50, 60 km/h Böen und auch Regen soll wieder kommen. Deswegen, bevor wir jetzt hier groß irgendwie weiter filmen, wir wollen jetzt erstmal aufs Wasser und den Rest gibt's später. Also, haut rein! So Leute, 2 Stunden auf dem Wasser gewesen, Location gemacht. Also Echolot kann man sich hier auf jeden Fall sparen, weil das Ding ist so klar wie ein Aquarium. Das wussten wir halt vorher, wir haben unsere Aquascopes dabei. Und ja, wie gesagt, ich habe das Echolot direkt nach ein paar Minuten abgemacht. Ich bin einmal nur abgefahren, wie tief es hier überall ist. Und ja. Wir haben jetzt, glaube ich, ein paar coole Spots gefunden, haben jetzt erstmal alles markiert mit Haarbojen und jetzt werden wir jetzt gleich mal die Routen fertig machen, beködern und dann wirklich ganz in Ruhe die Routen da ablegen. Ich gehe jetzt mal zum Ben rüber, ihr seht schon hier, ich muss vielleicht mal meine Mütze rausholen, es ist ziemlich windig und das macht die Sache halt auch wirklich nicht einfacher, hier die kleinen Krautflecken oder Krautfelder zu finden. Oder besser gesagt Krautlöcher. Wir geben unser Bestes. Jetzt gehen wir mal zu Ben und schauen mal, was er zu sagen hat. Da sind wir beim Ben hier angelangt. In Bens Rickstudio. Junge, was ein Chaos. Ich hab da ist er. Sicherheitshalber mal alles dabei. Und wie ist deine Lage, dein Lagebericht. Ja, mal gucken. Jetzt mal die erste Route gleich mal fahren. Ist glaube ich gar nicht so einfach jetzt mit dem Wind. Nee, es sind auch überall irgendwie in diesem See freie Stellen. Aber alle 3 Meter ist irgendeine freie Stelle. Ich glaube, es gilt hier jetzt diese Woche die richtige Stelle zu treffen. Genau. Mal schauen. Hauptsache keine anderen Angler. Keine anderen Angler, man hat seine Ruhe. Ja. Besitzer sind super nett. Besitzer sind nett. Ich habe sicherheitshalber mal die 50er Mono drauf gemacht hier am Pay Lake. Man weiß ja nie, was für ein Monster sich hier verbirgt. Ja, schauen wir.
Ist aber echt unangenehm mit dem Wind, muss ich sagen. Der Wind ist richtig scheiße. Aber wir haben Glück. Ich habe schon einen Fisch gesehen auf der Unterwasserkamera. Sogar sehr flach. Vielleicht bringt die milde Phase was. Ja. Ja, wir haben uns halt hier komplett in den Wind gesetzt, ne? Ja, das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Aber es gibt schon mal Vertrauen, wenn man dann auf der Unterwasserkamera von oben schon mal einen hat wegflitzen sehen. Ja, dann bringen wir raus. Ja, auch ganz wenig Futter nur. Ich werde eine Handvoll Goldis füttern und Hanf, Haferflocken und Trapper. Ja, der den da. Groundbait. Boah, eine schöne Schlonze einfach. Und dann gerade eine Handvoll von den Plankton-Boilies drauf, gut ist. Jo. Es gibt dann richtig schöne Wolken auf dem Platz. Und wenn da der Pop-Up drüber steht, ist makelig. Super. Goliath. Ja, vielleicht mal ein paar Infos zu dem, wo wir jetzt hier gerade sind. Ben und ich haben im Sommer zusammen in Frankreich gefischt und ja, nach ein paar Bierchen kam uns die Idee, vielleicht nochmal was im Dezember zu starten. Ben hat da ein bisschen Zeit noch gehabt und ich kann mir die Zeit im Dezember auch easy nehmen. Mir fiel aber kein passendes Gewässer, also öffentliches Gewässer in Frankreich ein, wo man sowas machen könnte, was wir vorhaben. Deswegen haben wir uns eigentlich dazu entschieden, ein Paydeck zu buchen. Und ich habe daraufhin den Jeroen angerufen von The Carp Specialist und er hat mir dieses super schöne Gewässer empfohlen. Das ist der La Saule Pacou. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich richtig ausgesprochen wurde. Ist ein circa 5 bis 6 Hektar großer Baggersee, Kiessee mit einem richtig geilen Bestand an alten Fischen. Ein paar neue sind hinzugekommen und es ist wirklich wie im Aquarium, wenn man mit dem Boot rausfährt, man sieht so gut wie alles. Ja, ist relativ stark verkrautet und auch wirklich anspruchsvoll. Wir wollten eine Woche in Ruhe angeln gehen, jetzt auch nicht jede Nacht 10 Fische fangen. Und dafür ist das natürlich super, super geeignet, dieses Gewässer. Wir geben auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage unser Bestes hier und versuchen einen von den richtig geilen Spieglern, von den beschuppten Spieglern, die hier rumschwimmen, zu fangen. Ich glaube, einige von den großen Fischen sind auch Schuppis, aber Hauptsache, es bimmelt hier überhaupt mal und ja, wir geben wie gesagt unser Bestes und gucken, was jetzt bis nächste Woche Samstag passiert. Die erste Nacht liegt vor uns und wir schauen mal, was jetzt so passiert. Ja, nachdem wir jetzt den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag über Location betrieben haben und mal geschaut haben, wir haben hier Unterwasserkamera mit Aquascope mit, man darf hier mit dem Boot fahren, muss nur Schwimmweste tragen, was selbstverständlich ist. Gerade im Winter macht das Sinn oder sollte. sollte man tun, der eigenen Sicherheit zuliebe. Sind wir jetzt den ganzen Vormittag rumgefahren, haben Plätze gesucht. Der See ist wirklich glasklar wie ein Aquarium. Das wurde auch vorher so entsprechend auf der Homepage und die Infos, die wir hatten, waren schon, dass das Ding echt klar ist. Wir haben aber wirklich Glück. Die Besitzer haben gesagt, letzte Woche war er noch drüber. Der Wasserstand ist auch sehr hoch, ist ziemlich angestiegen scheinbar. Aber das Wasser ist schön klar. Wir haben jetzt im Kraut kleine Plätze gefunden. Lange gesucht, weil es gibt viele, viele große Stellen, die man sieht, von oben direkt offensichtlich, wo krautfreie Bereiche sind, was aber meistens Kies ist. Und auf Kies angeln wir eigentlich, also ich zumindest und Marco auch, nicht so gerne. Gerade in so einem Gewässer, wo wahrscheinlich jeder auf die Kiesbank drauflegt, macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Deswegen haben wir einfach kleine Löcher im Kraut gesucht und schauen jetzt mal, Pop-up reingelegt. Schönen kleinen, unauffälligen, ausgewaschenen pinken Poppy habe ich ins eine Krautloch gelegt und dann zwei einfach unauffällige Bodenköder, den neuen Plankton.
ja, einfach vielleicht nicht das Knalligste dranhängen hier, wenn die Fische schon echt viele Köder kennen. Dann haben wir ein bisschen Hanf drauf gefüttert, Groundbait entsprechend. Also alles, was man so standardmäßig im Winter auf die Route schütten sollte, haben wir mal drauf gekippt. Jetzt schauen wir einfach mal, was hier passiert. Wir werden die Route noch liegen lassen, also wenn nichts passiert, mal 2-3 Nächte Zeit geben, bevor wir mal neue Plätze suchen und umlegen. Ich habe auf der Kamera schon Fisch gesehen tatsächlich vorhin. Die Unterwasserkamera vom Boot gelassen, bin übers Kraut gefahren und habe unten einen schönen dicken Spiegler wegschwimmen sehen. Ja, da liegt jetzt natürlich direkt eine Rute und hoffentlich erbarmt sich einer bei dem Wetter. Und wie das am Pay Lake sein muss, steht hier auch schon der Wiegekran bereit. Der Kran! Ja, Junge, hier, da kannst du die Kacheln mal dranhängen nachher. Da unten liegt schon hier das Top-Geschirr. Vom Leon. Vom Leon, der wie gesagt, Legendary Junge. Den hat er scheinbar hier vergessen, weil der kommt scheinbar auch immer hierher, um zum Angeln. Ja, schauen wir mal, ob wir das Dreibein hier noch brauchen. Junge, ich hänge ja heute Nacht da einen dran, da reißt der Haken da oben aus der Fahrkammer. Da nehme ich meine Aale dran aus an dem Ding. Die hat aufgehangen und dann hat sie einmal wieder die Haut abgezogen. Nee. Man sieht schon, das hat auch hier schon so einen leichten Knick, weil das hier die schweren Gewichte dranhängen. Ja. Oh, herrlich. Geil. Tipptopp, Junge. So, 4 Uhr morgens. Ben hat sich gerade aus dem Bett geklingelt. Boah, fast einen Herzinfarkt bekommen. Voll laut mein Handy gewesen. Da ruft er mich hier nachts an. Hat er den ersten gefangen? Hier. Schöner 40er. Haben ihn gerade mal drangehangen. An die Waage. 23 Kilo mit dieser monströsen Wälzling. Gleich mal gucken, wie schwer die ist. Aber ich schätze mal, 2 Kilo hat die mindestens. Ja. Ja, 2,5. Ja. Gucken wir gleich mal. Jetzt richten wir den mal eben ab. Aber, na Ben? Der Anfang ist gemacht. Der Anfang ist gemacht. Und auf was kam er? Pinker Scope oder Pop-Up. Ja. Nur mit Hanf. Liquid Ground Bait. Also auffällig geht anscheinend hier auch. Schönes Ding, ey. Sich nicht beschweren, glaube ich. Die erste Nacht. Direkt 40er. So, die erste Nacht ist rum für uns. Und ihr habt es ja jetzt gerade gesehen. Wir konnten heute Nacht tatsächlich einfangen. Oder besser gesagt, Ben konnte einfangen. Richtig geil. Heute Nacht um 3 war es, glaube ich. Zwischen 3 und 4. Ja, richtig schöner Fisch. Der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Und ja, nachdem ich wieder rübergegangen bin, nachdem wir den Fisch versorgt hatten, habe ich mich hingelegt und ich habe tatsächlich in dem Bereich, wo Ben halt heute Nacht auch den Fisch gefangen hat, da liegt ja auch meine ganz rechte Rute in der Nähe, sage ich mal, so ja, 50 bis 70 Meter weg davon. Und in dem Bereich sind nochmal 2 Fische gesprungen heute Morgen. Also ich glaube gar nicht, dass wir alles hier falsch gemacht haben. Sitzen hier echt gut, glaube ich, mit dem Wind auch. Schauen wir jetzt einfach mal. Ich hatte heute Morgen, ich glaube um 6 oder so, habe ich noch eine Schleie gefangen. Die kam auf die mittlere Route, auf den Pop-Up. Die muss ich jetzt gleich mal neu rausfahren, die Route. Ja, dann schauen wir einfach mal weiter, was noch so passiert. Vielleicht geht ja sogar einer tagsüber. Bei diesem bedeckten Wetter kann es ja wirklich passieren. Aber jetzt wollte ich erstmal zum Ben rübergehen und mal gucken, was im weiteren Verlauf der Nacht bei ihm noch so passiert ist. Vielleicht hat er noch irgendwie eine Aktion gehabt oder so. Jetzt gehen wir erstmal rüber. Da kommt er uns schon entgegen. Geschlurft. Und Meister. Oh ja? Du Schuppijäger. Nix mehr seitdem. Noch ein paar Mal gepiepst. Aber die sind gesprungen wie verrückt heute Nacht. Ey. In dem Bereich Boah, hier, ne? Da draußen. Ja, also ich habe 2 oder 3 gehört. Dann riecht nur kurz hintereinander aus, so batschen. Ja. Thank you.
melde mich jetzt mal hier nach der zweiten Nacht. Wir wollten eigentlich gestern Nachmittag noch mal ein bisschen gefilmt haben, aber es war einfach nicht möglich. Es hat so geregnet, es hat auch die ganze Nacht durchgeregnet. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, ne, sieht man nicht, aber hier, das ganze Zelt ist eingesifft. Puh, hier hat sich echt ein Schlamm gebildet, das ist echt krass. Aber ja, so ist es halt, ne. Ja, wie gesagt, die zweite Nacht ist vorüber. Ben hatte gestern Abend eine Schleie noch gehabt. War natürlich dann total blöd, weil, ja, die Route legen ist natürlich dann auch so eine Sache. Ben hat gesagt, ja, er weiß nicht ganz genau, ob er den Spot getroffen hat. Aber ja, Fakt ist auf jeden Fall, die Nacht ist nichts weiter passiert, außer dass es immer weiter geregnet hat. Ja, Ben musste jetzt leider kurz nach Hause, oder was heißt kurz, er muss eine Nacht nach Hause. Morgen früh hat er im Büro einen wichtigen Termin und deswegen bin ich jetzt erstmal alleine. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt meine Routen neu zu machen. Wir liegen ja jetzt zwei Nächte, bis auf die eine Route, wo gestern die Schleie gebissen hatte. Aber die anderen beiden Routen, die liegen jetzt zwei Nächte. Ich war jetzt gerade schon mal eine halbe Stunde noch mal mit dem Aquascope draußen. Jetzt durch den krassen Regen der letzten zwei Tage ist das Wasser natürlich ein bisschen angetrübt. Man sieht jetzt nicht mehr so viel, aber es geht halt gerade noch so, dass man halt noch Spots finden kann. Und ich habe jetzt noch mal zwei neue Spots gesucht. Also zwei neue Krautfelder oder Krautlöcher, besser gesagt. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, ist hier links von mir an diesem überhängenden Baum, also so 20 Meter davor, ist einer gesprungen. Und genau da habe ich jetzt auch eine Krautlücke gefunden. Relativ schlammig auch da unten. Und da will ich es jetzt heute mal versuchen mit einer Route. Und die mittlere Route, da weiß ich halt noch nicht genau, was ich machen soll. Die rechte bleibt auf jeden Fall liegen. In dem Bereich kamen jetzt zwei Schleien und der Karpfen. Das heißt, in dem Bereich sind auf jeden Fall ein paar Fische unterwegs. Hat man heute Nacht auch wieder einen Fisch springen gesehen oder gehört. Und die Route liegt gut, meiner Meinung nach, oder im richtigen Areal. Ob es jetzt das richtige krautfreie Stück ist, das sei mal dahingestellt. Das werden wir sehen die nächsten Tage. Was ich jetzt auf jeden Fall auch machen werde, ist, dass ich meine Rigs ändern werde, oder besser gesagt meine Hakenköder. Ich mache dieses ganze auffällige Zeug mal runter. Pop-up kommt weg und ich werde, glaube ich, zwei Routen mache ich einfach mit einem Trapper Sinker, 24er Sinker. Und die andere muss ich gleich mal gucken. Da mache ich vielleicht mal einen Plankton-Body drauf mit unseren neuen Basemix-Pop-Ups oben drauf. Also komplett ohne irgendwas Auffälligem. Habe ich ja vorher schon gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert an so stark beangelten Seen. So dieses ganze Auffällige, das macht halt jeder. Deswegen, ich glaube, um da die richtig ganz Großen zu fangen, da muss man schon ein bisschen sich was einfallen lassen und unattraktiv vielleicht angeln auch. Ja, schauen wir jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt zwei Routen neu gemacht, wie eben gesagt. Die eine, auf die rechte, habe ich jetzt einen 24er Trapper drauf gemacht, Einzelsinker. Und die andere Route habe ich umgelegt, die lag ja erst da hinten in dem Bereich, in dem tiefen Bereich auf 4 Meter. Aber ich habe jetzt heute Morgen Fisch springen sehen in diesem Bereich hier vorne. Da ist dieser versunkene Baum. Und da habe ich wirklich so eine Krautlücke gefunden. Und habe ich abgelegt mit einem Plankton Schneemann. Der liegt jetzt ziemlich genau da in der Area vor dem Baum, so 10 Meter davor. Ja, gucken wir mal. Ich habe mich dazu entschieden, hier die mittlere Route, die hier. Ich glaube, die lasse ich jetzt heute noch mal liegen. Die liegt ja da vor der Insel, so 15 Meter vor der Insel. Da kam ja die Schleie drauf. Die lasse ich, glaube ich, jetzt einfach mal noch eine Nacht liegen. Die lege ich dann morgen noch mal um, wenn da nichts kommen sollte. Ja, ich habe jetzt eigentlich alles abgefächert. Die rechte hier, die liegt hier vorne in dem Bereich. Weiter rechts, 50 Meter, da hat der Ben halt seinen Fisch gefangen. Ja, schauen wir jetzt einfach mal, was passiert die kommende Nacht. Schon wieder ein bisschen Wind aufgekommen. Ja, gucken wir jetzt mal. Boah, das ist halt echt nicht geil hier, dieser Schlamm. Alles ist voll gemockt hier vom Zelt. Alles ist schlammig. Boah. Wird Zeit, dass dieser Regen mal aufhört. Dass alles mal wieder trocknet. Die Karre sieht aus wie Scheiße. Ja, wir haben jetzt hier, oder ich habe jetzt auch einfach hier auf dem Weg geparkt, weil ich will nicht irgendwie hier noch einsinken und rausgezogen werden müssen. Da hinten ist unser
Social-Zelt. Da haben wir Heizung drin und da kochen wir. Und ein Platz weiter ist dann der Ben. Ja, aber wie gesagt, heute Nacht nicht da. Heute habe ich den See komplett für mich alleine. Hoffentlich läuft dann auch einer raus. Ja, Leute, wir haben 17 Uhr, ist schon stockdunkel. Es war gerade richtig am Regnen, wir müssen uns jetzt auch beeilen. Ben ist ja nicht da. Tja, da lief die Route ab. Die ganz linke, die ich heute umgelegt hatte, mit einem Plankton gedippten Hookbait, mit einem Plankton Basemix Pop-Up oben drauf. Ja, ist gerade abgelaufen. Ja, der hat im Drill nicht viel gemacht. Das war eigentlich jetzt nur ein Dauerglüher. Ich bin rausgefahren, habe Kontakt aufgenommen, da kamen riesen Krautbuschen hoch und unten drunter hing halt dieser Fisch. Oh, jetzt die Lampe umgefallen, Moment. So. Genau, der hat auch schon Egel drauf, der Fisch. Ist einer von den Stockies, aber ein wunderschöner Fisch. Schöner Zeiler. So, das ist die Zukunft hier aus dem Saule. Ja, und der erste Fisch für mich. Ich bin mega happy. Ich zeige euch den jetzt gleich nochmal vom Nahen. Ich filme euch den gleich nochmal ab, weil das ist echt ein richtiger Traumfisch. Wenn der mal richtig groß ist, was hat der jetzt? 7, 8 Kilo? Vielleicht hat er sogar 10 Kilo. Ja, so kann es auch weitergehen. Die Route, ja, ist jetzt natürlich schwierig im Dunkeln wieder zu fahren. Aber ich werde es, glaube ich, mit dem GPS ganz gut hinbekommen. Und vielleicht können wir diese Nacht ja noch einfangen. So. Ja, Leute, so, die dritte Nacht ist jetzt auch rum für mich. Ja, nach dem kleinen Zeiler von gestern Abend ist leider nichts mehr passiert die ganze Nacht. Ich hatte gar keinen Piep, gar nichts. Ich habe gestern Abend noch Fußball lange geguckt. Während des Fußballspiels habe ich zwei, drei Fische wieder springen gehört. Und wieder hier rechts in dem Bereich tatsächlich. Aber die Route läuft einfach nicht ab. Da kann man echt machen, was man will. Die Fische scheinen wirklich da zu sein. Es hängt sich keiner auf. Boah, es ist so warm, dass sogar die Mücken im Mitte Dezember jetzt hier rumfliegen. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Fische sind da, aber es ist halt wirklich nicht einfach, die hier ranzubekommen. Ist halt auch in der laufenden Saison nicht einfach, wenn hier gute Konditionen herrschen, sage ich mal, im Sommer oder im Herbst. Hier fahren die meisten halt blank weg und da bin ich halt mit meinem Fisch von gestern Abend schon ganz gut bedient bis jetzt. Eben mit Ben telefoniert, der wird wahrscheinlich heute Abend wiederkommen im Dunkeln. Er ist natürlich auch wieder heiß, er will die Routen noch legen im Dunkeln. Ja, für mich heißt es jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Wir haben jetzt gerade erst 9 Uhr. Ich will auf jeden Fall bis 12, 1 Uhr warten, bis ich wieder aufs Wasser gehe. Ich wollte gerne nochmal die Route neu legen, wo ich gestern den Fisch drauf gefangen habe, gestern Abend. Man weiß ja nie im Dunkeln, es hat sich schon gut angefühlt, dass die Route gut lag. Aber ob die wirklich 100% in diesem Krautloch lag, das kann man halt wirklich nicht sagen. Die will ich nochmal neu machen und meine mittlere Route, die ich gestern nicht neu gemacht hatte, wo der Pop-Up noch drauf ist, die mache ich auch neu. Die kommt auf eine ganz andere, neue Stelle auf jeden Fall. Ich bin ja gestern nochmal hier rumgefahren und habe in der Mitte noch so eine krautfreie Stelle gefunden. Ziemlich lehmig, sage ich mal. Da werde ich heute Nacht auf jeden Fall die Route hinlegen. Was ich da jetzt noch als Köder drauf mache, weiß ich noch nicht. Ja, schauen wir jetzt einfach mal, was jetzt die nächsten 2-3 Stunden noch bringen. Vielleicht läuft ja einer vormittags noch raus. Ich habe gerade eben noch einen Rollen gesehen auf der Stelle oder hinter der Stelle kurz. Und es war aber auch wieder ein kleinerer Fisch. Aber ja, es ist Fischaktivität zu sehen. Das kurz vor Weihnachten.
Ja, wir haben irgendwie 12 oder 13 Grad gerade. Schauen wir jetzt einfach mal, was jetzt noch weiter passiert am Tag. Und dann melde ich mich gleich nochmal oder später nochmal, wenn ich die Routen neu lege. So, ich habe jetzt mal die Mittagszeit noch oder die Vormittagszeit noch abgewartet. Es ist tatsächlich noch einer gesprungen, auch wieder auf dem Platz, wo ich gestern den Fisch schon fangen konnte. Und ich werde jetzt die Route nochmal neu legen. Wie gesagt, ich bin mir dann unsicher, ob die wirklich krautfrei liegt. Deswegen werde ich jetzt nochmal ein bisschen Futter anmischen. Ich werde jetzt hier Plankton Groundbait nehmen. Genau, ein bisschen Dosenmais rein. Ein paar Bordies dazu, ein paar Aminofisch-Pellets noch da drauf. Und dann war es das eigentlich. Dann lege ich die Route wieder da drauf. Genau, gucken wir das Ganze gleich nochmal mit dem Aquascope an. Dann schauen wir mal weiter. Und dann legen wir gleich noch die mittlere Route neu mit dem Pop-Up. Der Pop-Up kommt erstmal runter. Kommt ein unauffälliger Köder drauf. Genau. Aber jetzt erstmal Futter anmischen. Ja, so sieht jetzt der angemischte Groundbait aus. Relativ trocken habe ich den jetzt angemischt. Finde ich ganz geil. Und ja, hier habe ich mir jetzt schon mal zwei Ballen geformt. Die werfe ich jetzt gleich direkt auf die abgelegte Montage. Dazu noch ein paar gesoakte Bodies und ein paar Pellets. Und dann sollte das halt auch ausreichend. So, hier sind jetzt die gesoakten Plankton Bodies. Ich finde die super geil. Dieses Plankton Liquid, was da drauf ist, es zieht gut ein, bildet hier so eine schleimige Schicht drumherum. Ja, davon will ich jetzt ein paar noch groß drumherum füttern. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar Fischpellets, 6 mm. Da werde ich auch nochmal ein, zwei Hände hinzugeben. So, das sollte jetzt reichen. Genau, ich hatte gestern nach dem Fisch hatte ich nichts mehr nachgefüttert. Weil ich mir einfach nicht sicher war, ob ich das Krautloch treffe. Ich wollte mir jetzt nicht irgendwie den Platz kaputt machen mit viel Futter. Ja, das verteile ich da jetzt, lege die Rute hin und dann hoffen wir auf den nächsten Fisch. Leute, dabei ist der nächste. Richtig geil. Guckt es euch an. Mega. So, jetzt irgendwie in diese Schwimmweste kommen, Boot losmachen und gib ihm. Geil. So. So. Zack. Da ist der nächste. Geil. Zwar wieder ein Stocky, aber fuck off. Geil. So, Leute. Zweiter Fisch für mich.
jetzt eine Stunde früher als gestern. Wir haben jetzt 16 Uhr, kurz vorm Dunkelwerden. Wieder die gleiche Route wie gestern. Wieder auf den 20er Plankton Hookbait mit einem 16er Plankton Pop-Up obendrauf. Hier ist er. Richtig schöner Fisch. Der hat auf jeden Fall Zukunft. Ja, für mich leider noch kein Fisch aus dem Altbestand. Aber mein Gott, wir haben kurz vor Weihnachten und da sind alle Fische willkommen. Und der drückt echt noch Futter raus, tatsächlich. Der hat echt das bisschen, was ich gefüttert habe, gefressen. Super verdaut. Richtig geil. Schöner Fisch. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich ganz, ganz schnell das Rig wieder fertig mache, dass die Rute wieder reingeht. Denn ich will die Rute auf jeden Fall heute Nacht gut liegen haben. Vielleicht kommt ja noch ein richtig großer vorbei. Der darf jetzt auf jeden Fall wieder rein. Die Rute werde ich jetzt auch direkt wieder fahren, wenn der Regen nachgelassen hat. So, jetzt mittlerweile schon fast dunkel. Die Route habe ich gerade noch mal perfekt abgelegt. Schön mit dem Aquascope geguckt und die Montage da aus der Hand ins Krautloch reinflutschen lassen. Genau, drüber gefüttert und richtig geil. Zweiter Fisch für mich. Klar, war jetzt natürlich auch wieder kein Riese, aber ey, kurz vor Weihnachten, da nimmt man jeden Fisch mit. Genau, Ben hat gerade angerufen, er kommt erst morgen früh. Das heißt, diese Nacht bin ich auch wieder alleine. Ja, und ich werde jetzt gleich nochmal zwei, drei Rigs binden und gleich noch ein bisschen Futter anmischen, ein bisschen Groundbait noch anmischen, falls dann heute Nacht doch noch einer rausläuft. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn jetzt wirklich noch einer laufen sollte, auch auf der Route wieder, ob ich dann nicht nur rausfahre auf den GPS-Punkt und verteile großflächig Futter und lege dann erst morgen wieder meine Route. Weil man hat es ja letzte Nacht gesehen, es bringt ja nichts, wenn man die Route einfach blind irgendwo hinlegt und das Krautloch nicht trifft. Das ist natürlich kacke. Deswegen mal schauen, wenn noch einer geht, ich glaube, dann fahre ich raus, fütter dann mal ein Kilo Boilies großflächig und lege dann die Route morgen früh erst wieder. Aber erstmal muss erstmal wieder einer beißen. Ne? Vielleicht beißt ja auch mal einer auf einer von den anderen Routen. Mal schauen. Ich glaube, da ist gerade wieder einer gesprungen. Ja, die sind tatsächlich echt aktiv, die Fische. Das ist echt krass. 8 Grad Wassertemperatur. Und der Fisch, der war ja gerade echt nicht lange auf der Matte. Der hat richtig Futter ausgeschissen. Alles, was ich eigentlich so gefüttert habe. Man konnte sogar sehen, die Haferflocken, die im Groundbait mit drin sind, die hat er auch ausgeschissen. Plankton-Wallys waren dabei. Also super verdaulich, auch bei kaltem Wasser. Und ein bisschen Dosenmais war drin. Ja. So, wie gesagt, ich werde jetzt gleich nochmal zwei, drei Rigs machen für die Nacht. Dann werde ich mir noch was zu essen machen und dann werde ich mich auch in den Schlafsack begeben. Und dann hoffen, dass hier wirklich mal einer von den ganz Großen sich erbarmt, bei mir Platz zu nehmen auf der Matte. Genau, morgen früh ist Ben wieder am Start. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Also, drückt mir die Daumen. So, Nummer 3. Geil.
zwei einzelne Pieper brachte mir jetzt Fisch Nummer 3. Ist mit Abstand der kleinste jetzt, aber mein Gott, ich freue mich trotzdem. Ganze Nacht hat es wieder nicht gebissen. Und ja, da ist doch so ein kleiner wenigstens zum Aufstehen eine gute Sache. Ein bisschen Wasser. Ups. Andere Seite ist nicht ganz so beschuppt. Aber ja. So, hier ist er nun. Schöner Fisch. Der darf jetzt wieder rein. Und dann schauen wir mal weiter. So, ja, gerade geweckt worden von dem kleinen Sprinter. Ihr habt es gesehen. Ja, es gab, wie eben schon gesagt, nur zwei Pieper. Der Hänger hing unter dem Blank und dann bin ich hingerudert, habt ihr ja gesehen, und direkt abgeholt. Der hat nicht viel gemacht. Der ist direkt ins Kraut geschwommen, festgeschwommen, fertig. Das ist halt Winterangeln. Man muss hier jeden Fisch mitnehmen, muss ein bisschen flexibel sein. Und ja, die zwei rechten Ruten, die haben auch nichts gebracht, die vierte Nacht jetzt, und aus dem Grund bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich nicht den Platz wechseln soll. Die linke Route, die läuft ja, haben wir jetzt 3 Fische mit gefangen, und das ist ja die Route, die Richtung tiefes Wasser oder in Richtung tiefen Bereich, ja, läuft, sage ich mal. Das Problem ist, ich kann aber keine zweite Route in die Richtung legen, weil ich mir sonst alles absperren würde. Deswegen werde ich mir jetzt mal hier vorne, hier hinter mir, mal 1-2 Stellen weiter die Plätze anschauen, ob ich da ein bisschen strategisch besser sitzen könnte, dass ich vielleicht 2 oder 3 Routen in dem Bereich angeln könnte. Das ist jetzt so der Plan. Ich werde es mir jetzt gleich mal anschauen. Ich nehme mal die GoPro mit, vielleicht kann ich da ein bisschen was zu erzählen. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre jetzt wirklich das Beste, was man machen könnte. Problem ist, jetzt zieht wieder Wind auf. Stellensuche ist natürlich jetzt eher eingeschränkt, sage ich mal. Aber ja, so ist es halt. Ja, so, ich mache mich jetzt mal auf den Weg und nehme euch mal mit. So, ihr seht, hier ist dieser Baum, der ins Wasser gefallen ist. Und da ist meine Stelle, wo ich jetzt die 3 Fische gefangen habe. Das heißt, ich kann halt keine weitere Route hier irgendwo hinlegen. Das macht keinen Sinn. Da spanne ich mir alles ab. Deswegen werde ich jetzt mal um meinen Platz herumgehen und mal schauen, wie es jetzt hier 1-2 Stellen weiter aussieht. Weil wenn das gut aussieht, dann werde ich gleich mal moven. Dann kann ich nämlich alle 3 Routen in dem Bereich angeln. Entweder verschreckt es die Fische oder es rennt noch ein bisschen besser rein. Gucken jetzt mal. Ich muss ja nur hier um die Kurve. Ich glaube, jetzt sind wir auf der Höhe von dem versunkenen Baum. Genau, hier ist der versunkene Baum hier vorne. Da habe ich die Fische gefangen und hier kommt schon die nächste Stelle. Ah, hier ist auf jeden Fall nicht so schlammig wie bei mir. Das ist schon mal gut. Ich müsste jetzt, ich weiß gar nicht, welche Stelle das jetzt ist. Aber das sieht doch gut aus. Ist zwar alles hier überschwemmt. Wo ist der Baum im Wasser hier vorne? Ja, das sieht doch gut aus. Dann kann ich nämlich schön hier angeln. Hier ist der tiefe Bereich. Da hatte ich ja auch noch einen GPS-Punkt, wo ich die ersten 2 Nächte drauf geangelt habe. Da ging ja nichts. Und vielleicht legt man dann hier in den Bereich noch eine rein. Ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht, aber da müsste so 4 Meter tief sein. Ja, und dann hat man, glaube ich, die Routen ganz gut verteilt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ist auch jetzt trocken. Das heißt, ja, man könnte jetzt mal eben moven. Ist ja jetzt auch nicht viel Arbeit, das Zelt kann man hier rübertragen. Ja, aber auch eine schöne Stelle. Klar, ist alles überflutet. Aber ich glaube, das macht schon Sinn, hier hin zu moven. Ja, gucken wir mal. So Leute, es
Zelt steht auf der neuen Stelle. Ist auf jeden Fall nicht mehr so schlammig, was ich auf jeden Fall persönlich richtig geil finde. Ja, Zelt steht. Ich habe gerade die Routen gelegt. Ich habe ungefähr 3 Stunden gebraucht, weil es echt eben richtig windig war. Aber nun liegt endlich alles. Hier ist die Route, die, also das ist jetzt die rechte von mir. Also jetzt die rechte, die heute Morgen noch die linke war, wo die Fische drauf kamen. Die Stelle ist ungefähr hier vorne. Ja, so 20 Meter hier von weg vom Ufer. Hier vorne ist überall richtig dichtes Kraut. Und wie gesagt, da vorne angel ich halt in dem Krautloch drin. Das hat jetzt die 3 Fische gebracht. Genau, hier sind meine 2 anderen Routen. Hier die mittlere Route. Die liegt ganz da hinten auf 4 Meter in einem Krautloch. Da habe ich ja die ersten 2 Nächte drin geangelt. Das sah trotzdem noch richtig geil aus, eben wo ich hingefahren bin. Ist auch so ein bisschen im Windschatten. Mal gucken, was die Route bringt. Und die hier, die liegt direkt hier vorne vor der Baumreihe. Auch so, ich sag mal, 20 Meter in den See rein. Hier vorne ist komplett richtig dichtes Kraut bis unter die Oberfläche. Und ja, auch in einem Krautloch. Und ich glaube einfach, dass hier dieses hohe Kraut, auch hier vorne das hohe Kraut, ich glaube einfach, dass das jetzt aktuell Holding Areas sind, weil dieses hohe Kraut, das gibt es hier nicht viel in dem See. Eher nur so Bodenkraut oder halt so lose Stängel. Und ich glaube einfach, dass die Fische sich jetzt bei den winterlichen Temperaturen einfach da rein verpissen. Ich glaube, es wäre halt auch mal eine Überlegung wert, vielleicht mal direkt da drin zu angeln mit einem PVA-Sack oder so. Aber jetzt schauen wir erstmal, was die Nacht bringt, was der Abend bringt. Gestern kam ja auf die Route auch ein Fisch und schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Ben ist gerade gekommen, wir gehen jetzt gleich mal rüber. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen klar Schiff und dann werden wir mal zu Ben rüber gehen. Ja, gerade die eine Route gelegt auf dem Spot, wo der 21 Kilo kam am Sonntagabend, ja. Sonntag auf Montagnacht. Ist gerade eben eine richtige Kachel rausgekommen. Richtig krass. Wie so ein Wal im Fjord. Ja. Schauen wir mal. Hier sind die Banksticks und da ist er gesprungen, genau auf dem Platz. Richtig krass. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Fisch. Der kommt nachher. Der kommt nachher. Dann fang ihn. Ha! Den hätten wir gerne vor der Kamera. Den kriegen wir. Aber das ist halt auch schon wieder geil, ne? Vor allem mitten unter Tags. Ja, ich glaube, dass jetzt tags, dass ich es vielleicht tagsüber verlagere. Ja. Der Besitzer hat auch schon gesagt, man kann gar nicht sagen, wann die beißen. Ja. Tagsüber oder nachts. Das ist jede Woche unterschiedlich. Ja. Also der Sauler hat no rules. No rules. No rules. Ja, meine haben ja auch eher abends oder halt morgens, ne? Den einen Morgen, da hätte ich hundertprozentig auch einen gefangen. Ja, aber ja, da lag die Route im Kraut, wo ich sie abends neu gelegt hatte. Schau mal. Krass, ey. Richtig einer rausgedreht, ey. Boah, hat er richtig geschoben. Ja, aber das ist hier, dieser Bereich hier, ne, das ist echt krass. Da sind auch die letzten Tage schon immer welche gesprungen. Und ich hatte eine Route halt von einem anderen Platz auch in dem Bereich liegen und da ging einfach nichts. Das höhere Kraut, das ist, glaube ich. Das sind die Holding Areas. Ja, ja, die stehen in dem dichten Kraut drin hier. Ja. Schauen wir mal. Geil. Erstmal fertig machen die Routen und dann raus damit. Ja. Schisse cool. Ja, Leute, ja. Nächste Nacht ist rum und es hat wieder nichts gebissen. Ist echt krass. Also, ich hätte eigentlich gedacht, nachdem ich jetzt hier gestern noch den Platz ein bisschen gewechselt habe, optimiert habe, dass vielleicht die Chance besteht, jetzt hier wirklich nochmal 1-2 Fische zu fangen. Weil die Fische halt echt in den letzten Tagen in dem Bereich hier gesprungen sind auch. Aber ja, es ist halt überhaupt gar nichts passiert.
Routen liegen wirklich perfekt in den Krautlöchern. Schön mit dem Aquascope abgelegt, die Montage runtergelassen, Futter drauf. Also mehr kann man wirklich nicht tun. Die eine Route liegt ja auch in einem neuen Bereich, wo auch gestern Abend noch ein Fisch gesprungen ist. Also ist wirklich tricky, ja? Aber man darf halt auch nicht vergessen, Mitte Dezember an einem wirklich extrem schwierigen Gewässer. Auch im Sommer werden hier nicht viele Fische gefangen, obwohl sie drin sind. Die Fische sind hier richtig abgewichst. Und ja, wir haben jetzt 9 Uhr. Das ist ja eigentlich die Beißzeit von gestern Morgen gewesen. Gerade eben ist tatsächlich auch einer gerollt, auch wieder auf dieser Route. Ja, mal schauen, vielleicht läuft sie ja noch los. Bei Ben ist anscheinend auch nichts gegangen drüben. Ich habe jetzt noch nichts von ihm gehört, aber ja, hätte er jetzt irgendwas gefangen, hätte er mit Sicherheit angerufen heute Nacht. Aber ja, so ist es halt hier. Ganze Nacht hat es mal wieder geregnet, obwohl es nicht gemeldet war. Ja, alles nass, alles siffig. Schauen wir jetzt mal weiter. Jetzt gleich mal zum Kochzelt gehen, mal einen Kaffee machen. Dann einfach mal gucken, was den Tag über geht, was der Abend vielleicht noch bringt. Routen lasse ich jetzt auf jeden Fall liegen. Warum soll ich sie neu machen? Die liegen wirklich perfekt. Und ja, dann stehen wir heute Abend vor der letzten Nacht. Morgen früh geht's wieder heim. Morgen früh 8 Uhr wird eingepackt. Um 9 Uhr muss man, glaube ich, oder 9.30 Uhr muss man hier vorne am Tor sein, dass man alles im Auto hat und sich auf die Heimreise begeben kann. Ja. Deswegen, ich genieße jetzt noch ein paar Minuten hier vor der Heizung, ein bisschen aufwärmen und dann wird es gleich erstmal einen schönen Kaffee geben. Leute, ich hab's verkackt. Ich habe mich gewundert, warum hier auf der rechten Route, wo die Fische kamen, nichts gebissen hat. Gestern Abend schon nicht und auch heute Morgen nicht. Obwohl heute Morgen auch ein Fisch direkt da drauf gerollt ist. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, was habe ich falsch gemacht und so. Und ich habe ja gestern echt extremst lange gebraucht, um die Route zu legen in dieses Krautfeld. Und ich habe mir gestern schon nach dem Legen gedacht, ja, irgendwie war was anders. Der Boden, der war halt viel weicher gestern als die Tage vorher, wo ich da abgelegt habe. Weil das schon ein bisschen, ja, ich sag mal, härterer Lehmboden ist, wo ich da die Fische gefangen habe. Ja, und so habe ich mich gerade entschieden, die Route nochmal neu zu legen. Und siehe da, die Route lag ungefähr 5 Meter von dem eigentlichen fängigen Spot weg. Ja, ist natürlich mega ärgerlich, gerade an so einem See, wo man die Chance echt auf einen großen Fisch hat. Und ja, ich habe eben durchs Aquascope gesehen, der ganze Boden war aufgewühlt, also an der richtigen Stelle. Und ja, jetzt liegt auf jeden Fall die Montage wieder genau da, wo sie auch liegen muss oder soll. Ja, und jetzt haben wir halt noch heute Abend und morgen früh die fängigen Phasen, sage ich mal. Wir haben jetzt 13 Uhr, vielleicht kommt ja einer am Nachmittag vorbei. So ist es halt. Das ist, glaube ich, auch das riesengroße Problem hier an diesem See. Ich glaube, wenn man den See gebucht hat oder hier Stellen gebucht hat und man wirklich eine Woche lang richtig starken Wind hat, es ist fast unmöglich, hier Fische zu fangen. Das ist halt, das macht den See halt auch so kompliziert, weil es gibt keine großen Flächen, außer vielleicht jetzt oben im Flachen, wo freie Fläche ist, wo man halt auch hinwerfen könnte bei starkem Wind. Aber die meisten Fische werden halt in diesen kleinen Krautlöchern gefangen. Das ist einfach Fakt. Das hat auch Toni gesagt, der Besitzer. Ja, und wenn man halt nicht da ablegen kann, dann ist man halt wirklich aufgeschmissen. Also das ist ein Riesenproblem. Und wir haben es jetzt auch die Tage gesehen. Wenn man den falschen Krautloch ablegt, dann geht halt gar nichts. Man muss genau das Krautloch treffen, was die Fische anschwimmen. Ansonsten hat man halt wirklich verkackt. Ja, schade. Das hat mich vielleicht wahrscheinlich sogar ein oder zwei Fische gekostet jetzt hier. Aber wir werden es sehen. Das Wetter hat gewechselt, es ist überhaupt nicht mehr windig, es ist komplett windstill, leichter Niesel geht runter. Also Anfang der Woche waren die Bedingungen natürlich deutlich besser, aber ja. Wie gesagt, wir haben jetzt noch eine Nacht vor uns, wir machen jetzt das Beste noch draus.
Vielleicht läuft ja noch einer raus und vielleicht haben wir auch wirklich die Chance noch, dass einer von den alten großen Spieglern dran hängen bleibt. Wir werden es sehen. Die letzte Nacht steht an. Letzte Nacht steht an. Und was sagst du dazu? Sieht vielversprechend aus. Das sagen wir jetzt jeden Abend. Nee, jetzt war ein bisschen länger nichts, gell? Wetter hat gewechselt. Hat sich geändert. Aber gut, ich meine, nächste Woche ist Weihnachten. Ententeich-Stimmung. Schauen wir mal, ob noch einer geht. Wir haben mit der Drohne geguckt. So Fische sehen tut man auf jeden Fall keine. Also das heißt, die stehen alle auf jeden Fall im Kraut. Richtig schön drin. Und kommen wahrscheinlich nur mal ganz kurz in die Krautlöcher. Zum Fressen. Um mal kurz zu fressen. Und die Zeitfenster sind wahrscheinlich wirklich so 10 Minuten. Da muss dann gerade der Köder da liegen. Ja. So ist es. So ist es. Fahren wir erstmal in die Waschanlage, wenn wir hier wieder weg sind. Boah, das ist echt eine Schlammparty. Karren sehen aus wie Sau. Wir haben uns ja auch einen der schwierigsten Seen bei The Carp Specialist ausgesucht. Ja, und man muss ja sagen, ich meine, wir haben jetzt vier Fische. Also 6 Fische, 2 Schleien, 4 Karpfen. Ja. Ein 40er und 3 kleinere. Wenn man so die Bewertung auf der Seite liest, ist das schon ganz gut, glaube ich. Das ist schon gut, ja. Also viele Leute fahren hierher, fangen nur ein oder fangen im Sommer sogar. Ja. Von daher. Und was am Ende da dran hängt, das kann man sich nicht aussuchen. Ja, das ist immer das Problem, wenn halt dann 50 kleine Fische noch drin sind, neben dem Altbestand. Gerade im Winter, wenn der schneller ist als so ein großer, dann ist die Chance halt teilweise vertan für 24 Stunden. Wieder. Abwarten, heute Nacht liegt die Queen da. Ja. Die hängt da am Galgen. Am Dreibein. Hängen wir hier. Ja, genau. Hängen wir da dran. Jetzt sie ausgebeint. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. War doch aber bisher, muss man sagen. Gut gegessen, gut getrunken. Genau, gut gegessen, gut getrunken. So jeder hat Bisse gehabt, Fische gefangen. Ist doch eine gute Abschlusssession. Ja. Nee, ich gehe nochmal angeln nächste Woche. Weihnachtskarpfen fangen. Brauch noch einen für die Küche. Ja. Ja, Leute, auch die letzte Nacht ist jetzt vorüber. Wir haben leider nichts mehr gefangen. Die Fische sind zwar heute Nacht noch gesprungen, auch wieder hier bei uns in den Bereichen, wo wir angeln. Allerdings hat sich halt keiner aufgehangen. Ich hatte mich gestern gewundert, warum ich so leichte Kopfschmerzen hatte. Und dann habe ich auf den Luftdruck geguckt gehabt. Und der Luftdruck ist einfach von 1007, oder ich glaube, der war sogar noch weiter unten, 1002, auf 1047 gestiegen jetzt heute. Das sind natürlich nicht die optimalen Bedingungen. Da war es am Anfang der Woche halt deutlich fängiger. Aber ja, so ist es halt, wenn man so einen See sich bucht, da kann man sich die Wetterbedingungen nicht aussuchen. Ich glaube trotzdem, dass wir mit 4 Fischen an diesem See hier auf jeden Fall zufrieden sein können. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Video sehen können von uns. Uns würde es freuen, wenn ihr hier mal eure Wünsche für die Zukunft drunter kommentieren würdet und ein Like da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Winterzeit und wir sehen uns auf einen von den Messen. Hast du noch was zu sagen, Ben? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es war auf jeden Fall ein schöner Trip, muss ich sagen. Ja, okay. Also, haut rein, wir sehen uns.